nicht verrecken. Okay. So weit, so schlecht. So, machen wir doch mal... Ne, das Overlay wollte ich nicht. Aerodynamic Forces Overlay, dann können wir uns mal ein bisschen angucken, was hier so passiert. Ob wir ganz schlimm viel Druck reinbekommen oder nicht. So. Also vielleicht ist meine Definition und eure Definition von hat gut funktioniert auch einfach unterschiedlich. Das weiß ich nicht. Okay, ich probiere mal einen Gravity Turn. Ist wackelig, um es nett zu formulieren. Ist wackelig. Aber geht. Okay. 1,65 Trust Weight. Trust Weight entwickelt sich. Intake Air sieht auch noch gut aus. Ganz ehrlich, bisher gar nicht übel. Ich würde jetzt, glaube ich, die Nase weiter runternehmen, damit wir die Intake Air länger konsumieren können. Captain Caps Lock und seine Shift Crew haben zugeschlagen. Ja, vielleicht. Okay. Freunde, seht ihr das? Seht ihr, wo die Apoapsis hängt? Wie geil ist das denn? So. Jetzt probiere ich mal, hier einen relativ flachen Angriffswinkel zu nehmen, um noch möglichst viel Speed aufzunehmen. Mal gucken. Das ist unser Hauptproblem im Moment. Wir sind nicht besonders schnell. Oh, haben sie schon abgeschaltet, die Triebwerke, ne? Na gut. Oh, das wird aber knapp. Mit dem Orbit. Das wird knapp. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir probieren das einfach mal aus. Je mehr wir jetzt machen, umso mehr können wir testen. Uns wird dann natürlich der Sprit fehlen, um die Bremsung zu machen. Ja, wahrscheinlich müssen wir flacher raus, ja. Bisschen eher den Gravity Turn einleiten. Bin jetzt tatsächlich sehr steil geflogen, aber ich hatte halt Schiss, dass mir das Ding umkippt. So. Genau, jetzt testen wir, wie gesagt, mal den Wiedereintritt. Landen soll es mit einer Kombination aus den Jet Engines und dem Wings, nur wird wahrscheinlich das nicht mehr reichen. Also ich hoffe, dass die Jet Engines ausreichen, ja, von der Trust Weight. Wenn nicht, haben wir noch Fallschirme für Notfälle. Für Notfälle. So. Sprit alle, wir haben fast sowas ähnliches wie ein Orbit geschafft. Fast. Und sowas ähnliches. Ja. Gut, jetzt testen wir mal das Thema Wiedereintritt. Genau, spannende Geschichte. Zumindest sind wir schön schnell, das ist gut. Wir können also auch gleich mal gucken, wie sich die Hitze so auswirkt auf uns. So, jetzt geht's abwärts. Wir drehen uns retro schon mal. Funktionieren die Lufteinlässe verkehrt herum beim Landen? Ich habe keine Ahnung. Genau das testen wir jetzt. Ich hoffe es. Vor allen Dingen hoffe ich das für Luis, der sich allerdings... Ich finde, der hat ziemlich gute Laune dafür, dass er als Testpilot missbraucht wird.
Aber das scheint ihm wohl irgendwie Spaß zu machen, die ganze Geschichte. Und ich meine, wenn es Luis Spaß macht, macht es mir auch Spaß. Da bin ich nicht so. Da bin ich nicht so. Gut, Guti, dann spielen wir mal das Wiedereintrittsspiel. Wir sind 200-300 Meter unter der tatsächlichen Wiedereintrittsgeschwindigkeit, die man sonst so drauf hat. Aber wir sind relativ nah dran. Also, vielleicht sind wir auf 400-500 Meter drunter, aber es ist auf jeden Fall nicht komplett unrealistisch, was hier passiert. Der Triebwerke erstmal aus, damit nichts Komisches passiert. Ach, der Luis zieht das durch. Er bringt das Ding hier sauber runter. Was fehlt dir noch? Köbelfallschirme. Da gibt es tatsächlich einen Mod für. Also, das habe ich auch schon mal Modding Mittwoch vorgestellt. Es gibt tatsächlich Köbel Personal Fallschirme, mit denen Köbels aussteigen und mit dem Fallschirm landen können. Also, es gibt nichts, was es nicht gibt bei KSP. Nichts, was es nicht gibt. Gut, wir werden schneller. Ich mache mal ein bisschen Zeitraffer an. Mal gucken, was der Wiedereintritt gleich so sagt. So, wir kriegen ein bisschen Hitze auf die. Auf die. Triebwerke? Nee, auf die Flügelchen, oder? Ja. Bisschen Hitze auf die Flügelchen. So, ich habe mal ein bisschen Schub reingenommen, in der Hoffnung, dass uns das, dass uns die Triebwerke gleich anspringen, um ein bisschen abzubremsen. Ich glaube, hier explodieren gleich irgendwelche Sachen. Ich hoffe, das war nicht wichtig. Ich hoffe, das war auch nicht wichtig. Ich hoffe, das war genauso wenig wichtig. Und ich hoffe, auch das war nicht wichtig. Geht das noch als SSTO, wenn ein paar Teile abgebrochen sind? So. Ich sehe Anfälle von Intake Air. Mal gucken, vielleicht entscheiden sich unsere Triebwerke gleich dazu zu funktionieren. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. So, wir kommen überm Wasser rein, wenn ich das richtig sehe. Das ist wahrscheinlich nicht ganz gut. Warum war das jetzt schon ein Fail? Was ist schiefgegangen? Jetzt entwickelt sich zu einem ganz prächtigen Fail. Damit kann ich leben. Aber guck mal, das Intake Air scheint nicht gut zu funktionieren. Okay, Triebwerk mal kurz aus. Was ist eigentlich abexplodiert? Das waren die Flügelchen. Okay. So. Ich habe hier noch Hoffnung, das alles noch in den Griff zu bekommen. So, ich fahre jetzt gleich mal die Triebwerke hoch. Sieht aus wie Spinning Out of Control. Warum eigentlich? Ah, shit, ich habe auch den Tank nicht sauber umgefüllt, ne? Ich habe überall noch Fuel drin. Da hätte ich dran denken müssen. Ja, ich habe noch die Fallschirme, alles gut. Also ich glaube. Mal gucken, ob er sich fängt. Sieht nicht so wirklich aus. So aus, als ob. Ich zieh mal die Fallschirme raus, um uns ein bisschen zu stabilisieren. Ja, ich weiß. Die Priorität meiner Tanks müsste ich einstellen dann.
recht schnell, ne? Trotz Fallschirm, aber geht. Okay. Ja, vielleicht haben ein paar Sachen allergisch auf Salzwasser reagiert. Aber es ist fast alles an Teilen noch da. Okay. Sehr schön. Okay, nicht ganz schlecht, aber auch noch nicht perfekt vom Konzept her. Und Kalle, vielen lieben Dank für dein Abo und auch dir weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So. Also es gibt mehrere Probleme, die wir haben. Wir haben zum einen das Problem der Stabilität beim Aufstieg. Die Stabilität beim Aufstieg ist noch nicht ideal. Stigl, vielen lieben Dank für dein Follow und auch dir viel Spaß beim Zugucken. Das ist aber noch das kleinere Problem, denn was überhaupt nicht gut war, war das Verhalten beim Wiedereintritt, als wir dann auch in der Atmosphäre tatsächlich waren. Da fehlen mir jetzt natürlich sowas wie Airbrakes oder so, um das zu stabilisieren. Irgendwas Ausklappbares, aber ich habe nichts Ausklappbares. Na gut, U-Boot-Teile sollten wir da vielleicht auch nicht verbauen. So. Und ich habe die Triebwerke auch nicht sauber gezündet bekommen. So, wie viel fehlt noch bis zu den Airbrakes? Da können wir mal gucken. Ich befürchte, ich war nicht besonders fleißig im Normalflugbereich. Die Airbrakes sind hier. Ach, tatsächlich, es geht. Also sie sind fast freischaltbar. Wir können ja mal gucken, wir bräuchten ungefähr 40 Science-Punkte, ob irgendeine Station die für uns bereithält. Eine Art Space Shuttle SSTO, nicht einfacher, aber ein Space Shuttle ist ja kein SSTO. Windows Space Station, können wir mal gucken, wie viel Science die gesammelt haben. Schauen. Wir müssen irgendwo 40 Science hergekratzt bekommen. Dann können wir uns sowas tatsächlich antun. Hier sind schon mal 18. Die können wir auch schon mal übertragen. Wunderbar. Dann sind wir jetzt bei 137. 160 brauchen wir. Dann gucken wir mal noch bei der Moon Space Station vorbei. Ich meine, die habe ich gerade erst gemolken, aber Fragen kostet ja nichts. Vom Aufbau her so eine Art Flugzeug. Ja, das Problem mit der Art Flugzeug ist halt, dass ich irgendwo genug Leistung dahinter packen muss, um das Flugzeug auch tatsächlich in Orbit zu bringen, aber ja, das könnte ein Ansatz sein, das noch ein bisschen mehr flugzeugartig zu gestalten. Ja, 11 ist nicht so geil. Gut. Damit sind wir bei 148. Jetzt rettet uns dann vielleicht die Kerbin Space Station den Arsch. Sonst haben wir einfach nicht ganz genug Science dafür. Neue Experimente auf dem Launchpad. Vielleicht. Mal gucken, was da so kommt. Ja, wir könnten natürlich noch ein bisschen mehr flugzeugmäßig gehen aus einem Senkrechtstart. Das könnte man schon tun. Das fehlt noch. 8 Science-Punkte. Da kann man jetzt tatsächlich mal gucken, ob wir nicht ein paar neue Experimente
Macht. Gut, ich sehe, ihr wollt mehr in Richtung Flugzeug gehen. Ich verstehe euren Wunsch. Wir können das mal probieren. Wie kriege ich das konzeptionell hin? Wir bräuchten dann wahrscheinlich Räder zum Landen, weil wir dann vorwärts fliegen würden. Ja, wir können mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir können tatsächlich mal gucken. Jetzt muss ich mir nur erstmal. Obwohl, dann müssten wir nicht zwingend die Airbrakes haben. Müssten wir die Airbrakes dann haben? Eigentlich nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Okay, lasst uns ein paar Modifikationen vornehmen. Also, wir sagen mal, bis hierhin eine super Idee. Danach gibt es Elemente, die fragwürdig sind. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Mittelbody mit Rocket Fuel, denn wir müssen uns irgendwie oben im Weltall bewegen können. Da kommen wir nicht drum rum. Und ich würde aber sagen, wir halten das oben im Weltall so sparsam wie möglich. Und auch gewichtsneutral wie möglich. Ach shit, ich muss aber. Ah, da fällt mir gerade was ein. Wir können aber nicht nur mit dem arbeiten. Wartet mal, lass uns mal gucken, ob das. So, Kerbin. Ohne Atmospheric sind es 042. Es hätte 2650 Delta V. Das wäre okay. Wir können das mal probieren. Meine Unterstellung wäre, wenn wir genug Schwung drauf bekommen. Aber wahrscheinlich macht es mehr Sinn, zwei davon zu haben. Ehrlich gesagt. Einfach damit ein bisschen was passiert. Und eins ist echt ein bisschen wenig. So, wenn wir genug Schwung drauf bekommen, hätten wir damit dann die Möglichkeit, den Rest zu machen und wären ja auch relativ hoch aus der Atmosphäre raus. Also wenn ihr hier mal guckt, wenn wir irgendwie bei, ich sag mal, 40 Kilometer ankommen, macht es eigentlich fast keinen Unterschied mehr. Also die wären so zündbar ab. Ich sag mal, 20 Kilometer Höhe können wir die dazu nehmen. Bei Mach 5 Millionen ist egal, das interessiert ihn nicht. Okay, also ab 20 Kilometer Höhe wären die unsere Unterstützungstriebwerke. Die haben 2500 Delta V, können uns also in den Orbit bringen. Das wäre nicht das Problem. So. Und dann Triebwerke. Triebwerke werden wir wahrscheinlich. Mit Lufteinlässen kombinieren, das hilft ja nichts. Ja gut, dafür ist es nicht gedacht, das verstehe ich. Zack. Wir können auch mit den Tanks anfangen. Dann wird es symmetrisch. Mehr Booster, mehr Struts, Repeat. Mehr Booster. Ja, wir haben das Konzept ein bisschen umgestellt, Senfsoße. Tatsächlich. Das kommt davon, wenn man mal kurz aus dem Raum rausgeht. Das wird hier direkt bestraft. Direkt. Da kennen wir nichts. So. Vom Tüftelgrad her die richtige Ebene einnehmen. So. Sehr schön. Ah, brauchen wir viel Liquid Fuel? Normalerweise hält das eigentlich relativ lange. Deshalb würde ich jetzt erstmal relativ vorsichtig an die Sache rangehen und sagen so, nö, so viel brauchen wir gar nicht. Und mich eher darum kümmern, dass wir hier sauberen Intake bekommen. Also eher Intake, so. Sind wir gewichtsmäßig auch ein bisschen besser unterwegs, ne? Das heißt, wir können mal gucken, ob die Inline-Turbojets für den Spaß sogar ausreichen. Die würden prinzipiell.
068, nicht ganz. Nicht ganz. Brauchen wir also mehrere. Okay. Dann nehmen wir das hier nochmal weg. Und beginnen mit einem Stückchen Flügel, hätte ich gesagt. So. Und der sieht dafür, glaube ich, ganz gut aus. Jetzt muss ich den nur richtig rumgedreht bekommen. Ne, so nicht. So ist, glaube ich, okay. So. Dann den Teil. Ah, das dürfen wir nicht zweimal machen wieder, leider. Okay, das muss ich nochmal neu aufbauen. Was ist denn, wenn ich die Pilotenkapsel und den Dockingport vom Platz her tauschen würde? Ah, ich muss nicht auf Sicht docken, das ist alles gut. Da bin ich bereit, Abstriche zu machen. So. Dann das so ein bisschen reinschieben. Das wollte ich jetzt natürlich doch schon zweimal haben. So. Gut, dann der Doppeladapteur. In quer. Mal gucken. Ja, so sieht das auch ganz gut aus. Dann können wir den hier noch ein bisschen schieben. Gut, dann kommt er hier dazu und er hier dazu und dann kommen unsere guten alten Shockcone-Intakes rein oder RAM-Intakes sind es ja. Gut, hattet ihr euch das so ein bisschen flugzeugmäßiger vorgestellt? Die Richtung, in die wir uns da gerade bewegen. Könnt ihr auch mit Propellern ausstatten. Radial Jet Engine. Hm, 150. 180? 150. Na, dann nehme ich doch den. Zack, zack. So. Jetzt mal dazu und mal dazu hätten wir einen Schub von 1,46. So, jetzt brauchen wir wahrscheinlich noch ein wenig Tragfläche. Ich glaube, ich nehme einen sehr langen, sehr flachen dafür. Das müssen wir jetzt einmalig machen, leider. Nee, oder? Warte mal, hier unten müsste es gehen. Ja, hier wird es synchron. Sehr schön. Gut. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich es drehen muss. Warte mal, so und dann so. Jawohl. Zack. Ich würde die jetzt fast noch ein bisschen nach vorne schieben. Wohl, wartet mal. Gewicht und Center of Lift. Düdüm. Nach vorne sollten wir hier gar nichts mehr schieben. Wir sollten eher darüber nachdenken, Dinge nach hinten zu verschieben. Das hier zum Beispiel. Keine gute Idee. Achso, weil ich auch den dann noch anhabe. Jetzt habe ich aber ein Problem habe ich jetzt noch. Ich habe nämlich keine echten Kontrollflächen im Moment, ne? Das ist ein bisschen dünn geworden, so Control
Dingsmäßig. Also eine Tailfin ist prinzipiell auch schon mal eine gute Sache und macht wahrscheinlich hier hinten ganz viel Sinn. Vielleicht sogar zwei davon. So, einer. Damit bin ich auch noch nicht einverstanden, das wobbelt mir zu sehr. Ich schiebe das mal wieder ein bisschen hoch. Das wäre sonst zu viel des Guten. Dann können wir die hier nämlich auch aus Optikgründen noch ein bisschen hochnehmen. So, vielleicht. Vielleicht. Ganz viel vielleicht. Kriegen wir da ja die Kontrolle innen drin trotzdem eingebaut. Dank nicht ganz so korrekter Körbelphysik. Was tut er denn jetzt hier? Sind hier zu schief dran. Okay, so sind sie deployed. Komischerweise, aber dann sind sie zumindest gerade. Cheater? Wieso cheat ich? So. Ach, was heißt denn hier Sargnagel? Ihr seid aber auch alle skeptisch. Sorge macht mir, was jetzt mit dem Center of Lift komischerweise passiert ist. Irgendwas ist da komisch. Gut, Räder brauchen wir noch zum Landen wieder. Oh, ich habe noch gar nicht so viele, ne? Gut, dann gibt es hier vorne einen Small Landing Gear. In Ermangelung besserer Bauteile. Schwupp. Und hier hinten machen wir Medium Landing Gears ran. Einfach weil ich ein kleiner Schisser bin und Angst hätte, wenn ich das nicht tue, dass wir dann aufsetzen oder sowas abgefahrenes. So ist richtig. Zack. So. Star Detected. Die Cheat-Dinger steuern gegeneinander. Das kann natürlich sein. Dann muss ich die wirklich einzeln anbauen. Ich wundere mich aber, warum ich nur ein Elevon habe. Dann müsste eigentlich auch ein bisschen mehr sein, oder? Na gut. Bin mir gerade nicht sicher. So, so. Xander, vielen lieben Dank für den Follow. Hä, das wundert mich. Was macht der denn da? Jetzt ist gerade. Sehr schön. Super. Machen wir das hier nochmal so. Nope. Schön. Sehr schön.
ärgerlich.